Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr Bauchtaschen oder Kängurutaschen auf eure Oberteile aufnähen könnt. Da gibt es zwei verschiedene Varianten. Einmal gibt es die Variante, die Bauchtasche einfach zu nähen mit einem Bündchenabschluss an den Eingriffstaschen und einmal die Bauchtasche in der doppellagigen Variante. In diesem Video zeige ich euch die doppellagige Variante der Bauchtasche. Möchtet ihr lieber die einlagige Variante mit den Bündchen? Dann klickt bitte einfach auf das andere Video hier an der Seite. Wir haben jetzt hier also zwei Teile von der Bauchtasche, einmal aus dem Oberstoff und einmal aus dem Futterstoff. Als erstes legen wir uns jetzt einfach die beiden Teile zusammen, so dass die schönen Seiten, also in dem Fall ist es das die hier und eben der Muster, dass die schönen Seiten innen liegen, also sozusagen rechts auf rechts. Und stecken uns das aneinander. Dann können wir uns jetzt hier unten einmal eine Wendeöffnung markieren. Die sollte so circa 2 bis 3 cm groß sein. In dem Bereich werden wir also dann nicht nähen. Ihr könnt euch entweder die Nahtlinie noch einzeichnen. Oder aber ihr macht das direkt mit eurem Nähfüßchen. Und jetzt nähen wir also einmal hier komplett rundherum, bis auf eben die Wendeöffnung. Ich lege es mir jetzt einfach hier in der Mitte vom Füßchen an, dann habe ich meine 0,7 cm. Wenn ihr 1 cm Nahtzugabe habt, müsst ihr natürlich etwas weiter außerhalb anlegen. Anfang und Ende solltet ihr natürlich immer gut verriegeln. So, und wenn wir das jetzt einmal genäht haben, dann können wir auch noch außen herum knappkantig die Nahtzugabe wegschneiden. Hier bei der Wendeöffnung lasse ich jetzt ein bisschen mehr stehen. Und jetzt müsst ihr es versuchen. Gegebenenfalls könnt ihr jetzt hier die Ecken auch noch mal etwas schräger abschneiden. Und es empfiehlt sich auch immer hier diese Rundungen auch immer noch ein bisschen einzuschneiden mit so kleinen Knipsen. Und jetzt wird das Ganze einmal über die Wendeöffnung gewendet und die Ecken dabei schön ausformen. Je nachdem, manchmal kann man sich auch so ein Hilfsmittel oder einen Bleistift einfach hinzunehmen und damit einfach auch nochmal schöner hier die Kanten nachfahren. Wenn ihr sowas mit einer Schere macht, passt bitte auf, das kann auch passieren, dass euch dann dadurch eine Naht reißt. Natürlich auch mit dem, wenn ich jetzt hier sehr gewaltsam mit der Spitze umgehe, kann auch hier die Naht entsprechend reißen. So sollte eure Tasche jetzt aussehen. Wir haben jetzt hier unten die Wendeöffnung. Jetzt wird das Ganze dann einmal schön gebügelt und dann sind wir schon bereit, das Ganze aufzunähen auf unser Oberteil. Ihr nehmt jetzt euer Vorderteil zu Hilfe. Hier unten ist die Saumkante des Vorderteils und jetzt halbiert ihr einmal das Vorderteil, um die Mitte herauszubekommen. Das markiert ihr euch dann. Entweder mit einer Stecknadel oder ihr zeichnet es euch kurz ein. Zum Einzeichnen auf der Rückseite ist es natürlich ein bisschen schwierig, ihr müsst es ja auf der Vorderseite sehen. Bei mir liegen jetzt die rechten Seiten innen und deswegen streiche ich jetzt hier einfach etwas stärker über diese Bruchkante. Und jetzt bei meinem Stoff funktioniert das ganz gut, dann habe ich da einfach diese Falte drin. Da müsst ihr einfach schauen, ob das bei eurem Stoff funktioniert. Jetzt nehmt ihr eure Brusttasche zur Hand. Und auch diese faltet ihr einmal, markiert euch die Mitte. In meinem Fall mache ich das jetzt mit zwei Stecknadeln, einmal oben und einmal unten. Unten, das ist jetzt noch offen, da ist ja unsere Wendeöffnung. Und jetzt kann ich diese Mittelpunkte
eben genau auf der Mitte vom Vorderteil positionieren. Habt ihr jetzt ein Oberteil, wo hier unten ein Bündchen angenäht wird, wie in meinem Fall, dann die Tasche nicht zu weit oben positionieren. Wenn ihr hier unten eine Saumzugabe habt, dann müsst ihr die Bauchtasche entsprechend höher positionieren, damit sie euch später nicht im Saum verloren geht. Ich positioniere jetzt meine Bauchtasche nicht ganz unten am Rand, dass ich zum einen das Bündchen gut annähen kann und dass es nicht ganz unten am Ende sitzt. Bin jetzt also hier, ich sag mal, 1 cm Nahtzugabe fürs Bündchen und dann gehe ich jetzt noch 2 cm höher, das heißt, dass wir bei ungefähr 3 cm sind. Das kann ich mir auch hier einmal an den Seiten ausmessen und mir auch hier Markierungspunkte setzen, dass die Tasche also überall gleich hoch sitzt. Jetzt stecke ich mir noch meine Tasche fest, dabei darauf achten, dass die Wendeöffnung auch vernünftig festgesteckt wird, dass die also auch sauber verschlossen wird. Eventuell zeichnet ihr euch oben noch eine parallele Linie ein, damit auch die Oberkante exakt gerade ist. Jetzt stecke ich das an den Seiten und auch oben die Ecken entsprechend fest, damit alles gut fixiert ist, um es dann auch sauber nähen zu können. Ihr näht einmal hier rüber und dann näht ihr die Seite, die Unterkante und die Seite. Die beiden Eingriffsflächen hier müssen natürlich offen bleiben, damit man es auch als Tasche verwenden kann. Ihr könnt auch die Eingriffstaschen vorher noch verabsteppen. Das solltet ihr machen, bevor ihr das Ganze auf den Oberstoff aufsteckt. Ich verwende jetzt hier für meinen Blindstichfuß. Der hat vorne eine Nase und dadurch kann ich exakt an der Kante entlang fahren. Dafür muss die Nadelposition auf der linken Seite sein. Ebenso kann es mit dem normalen Füßchen genäht werden. Jetzt ist unsere Bauchtasche fertig und ihr könnt jetzt den Schnitt ganz normal weiter bearbeiten. Man könnte jetzt an den Ecken hier noch Zierecken anbringen, also zum Beispiel einfach ein Dreieck reinnähen oder eine Ziernaht verwenden. So, das war jetzt die doppellagige Variante. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Möchtet ihr die einlagige Variante noch sehen, einfach oben auf das Video klicken. Lasst mir gerne ein Däumchen im Video da, abonniert gerne meinen Kanal und auf bald im nächsten Video.